suchen wirst. Also, hallo Mike, schöne Grüße auf Deutschland. Ich sitze Danke. Mit Hecke. Meine liebe Leser, wir wollen Mike Krüger vorstellen, ein bekannter Verkäufer und Verkaufspsychologe aus Deutschland. Wir haben uns in Zypern kennengelernt, bei der Upswing. Und ich denke, Mike, stell dich uns bitte unseren Lesern vor, dass sie wissen, mit wem sie es zu tun haben, denn du bist ja noch irgendwie sehr bekannt. Ja, mein Name ist Michael Krüger. Mein Spitzname ist natürlich Mike, klar. Keiner nennt mich mehr Michael, außer meiner Mutter. Und ich bin jetzt 31 Jahre im Vertrieb tätig, bin in den 80er und 90er Jahren in die Verkaufspsychologie eingetaucht und habe das zu meinem Steckenpferd schon in dieser Zeit gemacht. Und daraus resultierend sind halt verschiedene Produkte auch entstanden im Markt, die jetzt aktuell laufen und an denen ich natürlich auch aktuell arbeite. Ja, ich bin 41 Jahre, sag ich schon, ich bin 54 Jahre alt und bin geschieden und habe einen 22-jährigen Sohn. Hab neben meinem, ich sag mal, Online-Business habe ich natürlich mein Ursprungsbusiness, läuft natürlich weiterhin meine Firma mit neuen Mitarbeitern im Versicherungsmarkt und lebe in Deutschland im Raum Düsseldorf und alles ist okay soweit. Eine Frage, den Traumstern, wollte ich aus dem Offline geschäft. Bitte? Hast du es gemacht, aus dem Offline-Geschäft, du kommst ja aus dem normalen Vertrieb. Wie lange hast du jetzt gebraucht, online aus dem Offline ein Einkommen zu erzielen? Wie lange ich dafür gebraucht habe? Ja gut, also von der Idee, ein verkaufspsychologisches Programm zu erstellen bis zum tatsächlichen Start, da vergehen natürlich unter Umständen Monate und Jahre. Ich habe den Ursprungsgedanken hatte ich mal 2009, um online was zu machen. Den habe ich aber dann verworfen, weil man dann doch wieder in seinem Business unterwegs ist und einfach in seinen Dingen gefangen ist, aus denen man dann auch tatsächlich nicht so einfach rauskommt. 2010 habe ich dann die ersten Schritte gemacht, ja, und so richtig angekommen mit meinem Produkt und auch sind ja jetzt neue Produkte, werden in 4 Wochen auf dem Markt erscheinen. Ich habe 4 neue Programme erstellt zum Thema Verkaufspsychologie, auch erstmalig für Online-Marketer. Da arbeite ich seit über 15 Monaten dran an dem Produkt. Da kann man mal sehen, man kann nicht einfach etwas aus dem Boden stampfen, was sofort funktioniert. Bei dem einen oder anderen sehe ich das ja auch im Internet, dass das wohl klappt. Bei mir hat es halt ein bisschen länger gedauert. Das ist natürlich jetzt auch eine Frage für mich oder für uns, Neueinsteiger. Es sind ja sehr viele Produkte im Internet unterwegs, sehr schnell Geld verdienen, mit wenig Arbeit Geld verdienen. Also welche Art würdest du uns wirklich empfehlen, um passives Einkommen zu erzeugen, da bist du schon sehr lange am Markt? Ja gut, also das Thema passives Einkommen, das scheint ja eine Idee von irgendwelchen schlauen Internetmarketer zu sein. Passives Einkommen heißt ja letztendlich, wenn man es mal ganz klassisch übersetzt, ich habe ein Einkommen nebenher, wo ich nichts mehr tun muss. Ich glaube, das ist fast unmöglich, weil man auch das Internet, das Online-Marketing dreht sich so schnell, die Möglichkeiten, immer wieder neue Kunden zu gewinnen, ändern sich, ob es jetzt, wenn man jetzt mal Social Media dazu nimmt, ob es jetzt Instagram oder Pinterest, diese neuen Plattformen nimmt, das kann mir keiner erzählen. Natürlich kann man ein passives Einkommen aufbauen, aber ich halte von diesen Aussagen da, von diesen schlauen Marketern, die da draußen alle rumrennen, da halte ich wenig. Das ist eher, glaube ich, das um Leute, die jetzt einen Job haben, ganz normal angestellt sind, dass man die versucht, reinzulocken in dieses System mit diesen Aussagen, die aber, und das weiß ich ja von vielen Marketer-Kollegen, die meistens darin enden, dass eben die Leute dann doch nicht vorankommen, weil sie dann erkennen, oh, passives Einkommen, so einfach ist das ja doch nicht zu erstellen, sondern da steckt viel harte Arbeit dahinter. Ja, zuerst müsst ihr praktisch einen Einkommensstrom erstellen und dann Produkte oder was weiter zu entwickeln, die eine gewisse Art von passivem Einkommen ermöglichen.
Wenn du noch kein passives Einkommen im Internet hättest, wie würdest du jetzt neu beginnen? Wenn ich noch nichts am Start hätte, also ich würde natürlich mir heute etliche Wege ersparen, insbesondere diesen steinigen Weg im Social Media Bereich, den ich ja sehr enthusiastisch so 2011 und 12 begangen habe. Da habe ich auch viele Fehler gemacht, dass ich die Leute zu gespammt habe auf Deutsch mit Informationen, weil ich dachte, das wäre der richtige Weg, aber das war genau der falsche Weg. Das würde ich auf jeden Fall sein lassen und ich würde vor allen Dingen mich auf ein Kernprodukt konzentrieren im ersten Schritt und das erstmal an den Start bringen. Ich habe damals den Fehler, damals war ja mein Sohn noch mit dabei, haben wir den Fehler gemacht, dass wir direkt so 4-5 Hochzeiten da aufgemacht haben. Da leide ich heute noch drunter. Ich habe jetzt allein schon in diesem Jahr, glaube ich, über 40 Webseiten von uns geschlossen und Domains gekündigt, weil das ist völliger Blödsinn. Also, aber gut, diese Fehler weiß man, hinterher ist man immer schlauer. Das ist halt immer so, Willi, das weißt du wahrscheinlich auch aus deinem Leben. Also insofern, aber gehört halt zu dem Prozess dazu. Ja, darum haben wir so viele erfahrene Leute, glaube ich, die ersparen uns so manche Fehler. Das ist ja auch gut. Aber wie ist es, wenn du sagst, jetzt zum Thema erfolgreich Geld verdienen? Wie war eigentlich dein Moment, als du gesagt hast, du hast das erste Mal im Internet jetzt Geld verdient? Wann ich das erste Mal Geld verdient habe, oder was war die Frage? Wie war der Moment, wie du das realisiert hast, du hast jetzt ein Produkt entwickelt, hast es reingestellt und jetzt hast du wirklich einen Verkauf gehabt und das erste Geld mit diesem Produkt im Internet verdient. Und was ist die Frage? Ich habe die Frage nicht verstanden. Welche Frage resultiert? Also ich habe ein Produkt erstellt, Was hast du gefühlt dabei, als du das erste Geld im Internet verdient? Achso, was ich gefühlt habe. Ja, natürlich, wenn man im Internet unterwegs, das ist aber generell, das ist im Offline-Verkauf genauso, wenn du natürlich dein erstes Geschäft machst, ist das natürlich, dann weißt du, dass es funktioniert. Weil du weißt ja im Grunde vorher nicht genau, was passieren kann. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die super tolle Produkte, ich war jetzt auf mehreren Barcamps hier in Deutschland, da sind wahnsinnig innovative Menschen dabei mit grandiosen Ideen, die noch nie einen Cent im Internet verdient haben und wahrscheinlich auch nicht verdienen werden, weil sie halt das alles nicht so auf die Reihe wahrscheinlich bekommen. Und das ist natürlich dann schon, wenn man dann die ersten Produkte verkauft und ich habe ja hier auch ein Abo-System für meinen Kundenentschlüsselungscode, wenn man dann sieht, dass die Leute auch, ich habe da Leute, die sind über 2 Jahre schon in dem Abo-System drin, dann weiß man, hey, man macht was Gutes, die Leute finden das Produkt gut, sie kaufen es, sie geben dir Geld für etwas, was du aus dem Nichts aufgebaut hast und ja, ist natürlich wie immer im Verkauf, ist für den Verkäufer, ist das ein riesen Glücksgefühl, wenn er etwas an den Mann bringt, das ist ja klar. Und hast du vielleicht einen Rat für uns, um erfolgreich im Internet Geld zu verdienen, was man beachten muss, was man nicht machen sollte? Ja, also ich kann nur davor warnen, sich mit zu gigantischen Hoffnungen in diesen Markt zu bewegen. Wenn wir vom passiven Einkommen reden, dann implementiert das im ersten Moment ja für mich passives Einkommen. Also er hat noch ein Einkommen, ein aktives nebenher und versucht sich ein passives aufzubauen. Ich weiß, dass viele Menschen sich mit großem Enthusiasmus in diesen Markt stürzen und auch gigantische Summen an Geld. Ich habe die Tage mit einer Dame geskypt, die hat mir gesagt, sie hat allein schon an digitalen Produkten in Wert eines Kleinwagens investiert und hat bis heute noch nur eine einzige Webseite, sonst nichts stehen. Daran sieht man halt einfach, dass die Leute mit vielen großen Hoffnungen in den Markt stürmen. Und leider ist es halt auch dort in diesem Markt halt so, dass es viele Produkte gibt, die auf Deutsch scheiße sind. Aber das findet man erst dann raus, wenn man sie gekauft hat in der Regel. Man sollte sich wirklich mit Leuten zusammentun, die es vorgemacht haben, dass es funktioniert. Die vielleicht
ich sag mal, Erfahrung haben, will ich noch nicht mal behaupten, aber die einfach wissen, wie man etwas verkauft. Ich kann einen kurzen Ausblick, um jetzt meine verkaufspsychologischen Themen in den Online-Markt zu bringen, habe ich mir natürlich viele Gedanken gemacht, wo das Hauptproblem ist der meisten Webseiten und Blogbesitzer oder Produktbesitzer. Das ist natürlich der Verkauf. Das ist einfach der Verkauf. Sie sorgen für Traffic. Da gibt es tausende von Programmen, dass man weiß, wie man Traffic auf seine Seite bekommt. Ja, und dann, was passiert dann? Da passiert dann meistens eben nichts mehr und die Leute kaufen trotzdem nicht. Also habe ich mir natürlich in dem Bereich große Gedanken gemacht. Aber ich kann den Leuten nur raten, dass sie sich wirklich mit einem Produkt beschäftigen, dort ein vernünftiges Ding auf die Beine bringen und schon mal gewisse Testläufe machen. Ich habe zum Beispiel nie Umfragen gemacht in meinem Leben früher. Das war auch einer der großen Fehler. Ich habe nie die Community gefragt, was sie eigentlich davon halten, sondern habe immer irgendwas auf den Markt gebracht, was auch dann hinterher teilweise nicht funktionierte. Also das sind schon so Punkte, wo man sollte sich wirklich peu à peu vortasten und einfach dann auch daraus die Schlüsse ziehen. Und wenn von 10 Leuten 9 sagen, pass auf, also ich würde das nicht kaufen, dann würde ich mir überlegen, ob ich es auf den Markt bringe. Ja, auch wenn man noch selbst verliebt ist in sein Produkt. Ich höre das immer wieder, dass die Leute natürlich von ihren eigenen Produkten reden, als ob es das Allergrößte ist. Das ist es ja wahrscheinlich auch in ihren Augen. Aber ob es für einen anderen das Allergrößte ist, das sind zwei Paar Schuhe. Ich möchte noch eine Frage zum Abschluss. Also wenn du nochmals von Null anfangen müsstest, was wären denn eigentlich die ersten drei, die wichtigsten Dinge, die du sofort machen würdest, um wieder erfolgreich zu werden? Ja, das habe ich ja eigentlich gerade schon quasi jetzt in dieser längeren Antwort gegeben. Also das Thema ist natürlich, dass man die Menschen fragt, was sie eigentlich wollen. Man kann natürlich heute, gibt es natürlich als vor 5 Jahren, als ich angefangen habe, gab es solche Möglichkeiten auch schon, aber ich habe es zum Beispiel auch nie genutzt. Ich habe nie mich gefragt, ob jemand mein Produkt überhaupt gebrauchen könnte. Und da würde ich Recherchen machen, da würde ich mich mit Leuten treffen, Skype-Interviews machen, wie jetzt hier, mit Leuten und würde sie ganz klar auch dann entsprechend instruieren und sagen, hör mal, ich habe das und das vor, wie siehst du das? Und das hat mir jetzt insbesondere bei meinen neuen Produkten hier für die Online-Marketer unheimlich geholfen, dass ich mich halt eben auch mit erfolgreichen Marketern, jetzt mit Oliver Schmuck habe ich mich zusammengehockt, mit Ralf Schmitz habe ich mich mehrmals getroffen, Christoph Gruhn, mit dem arbeite ich ja sowieso zusammen. Und die haben mir natürlich dann auch viel Input gegeben, haben gesagt, okay, arbeite an den Dingen, da sind die wahren Probleme dieser Leute. Und das kann ich eben nur jedem mit auf den Weg geben. Ne? Also wenn ich nochmal anfangen würde, würde ich viel anders machen und würde mir wahrscheinlich dadurch 1-2 Jahre ersparen. Ich wäre schon deutlich weiter als heute. Ich bin schon weit, alles läuft, gar kein Thema, aber ich habe mit Sicherheit 2-2,5 Jahre verschenkt, weil ich einfach beseelt war davon, dass eigentlich mein Produkt jeder mir aus der Hand reißen müsste.